Willkommen zurück bei Die Sportlehrer. Heute wollen wir uns mit der Bewegungsanalyse des Clears im Badminton beschäftigen. Im Speziellen werden wir uns mit der Phasenstruktur des Vorhand-Überkopf-Clears und der damit einhergehenden zeitlich-technischen Abfolge befassen. Wie viele wissen, ist der Clear eine Möglichkeit, nach einer Drucksituation sich Zeit zu verschaffen, um wieder in das Zentrum und somit in die Ausgangsstellung zu gelangen. Des Weiteren zwingt der Clear den Gegner ins Hinterfeld und öffnet so dessen Vorfeld und kann als Vorbereitung für einen Angriff in Form eines Smashs oder Drops gesehen werden. So wird deutlich, dass die Antizipationsfähigkeit von immenser Bedeutung ist, um alle motorischen Bewegungen zeitlich so zu koordinieren, dass der Ball am gewünschten Zeitpunkt und Ort getroffen wird und zusätzlich auch noch zum gewünschten Ort gespielt wird. Der Clear ist eine azyklische Bewegung, das heißt, dass das Bewegungsziel mit einer einmaligen Aktion erreicht wird. Somit lässt sich die Bewegung in drei Phasen unterteilen. Die Vorbereitungsphase, die Hauptphase und die Endphase. Diese stehen in einem bestimmten zeitlichen Verhältnis zueinander, wobei die Qualität der vorhergehenden Phase die nachfolgende in ihrer Ausführungsgenauigkeit entscheidend beeinflusst. Schauen wir uns zunächst die einzelnen Phasen genauer an. Die Vorbereitungsphase. Die Funktion der Vorbereitungsphase liegt in der Schaffung bestmöglicher Voraussetzungen für eine Leistungsoptimierung in der Hauptphase. Das heißt, es wird in dieser Phase versucht, die leistungserforderlichen Arbeitswinkel der beteiligten Gelenke optimal einzunehmen, dass der Körper in eine Position gebracht wird, welche ihm einen optimalen Einsatz der Arbeits- und Leistungsmuskulatur erlaubt. Die Hauptphase. Die Funktion der Hauptphase stellt die Lösung der eigentlichen Bewegungsaufgabe dar. Das bedeutet, dass in dieser Phase die Leistungsbewegung ausgeführt wird. Dies kann zum Beispiel durch eine progressive Beschleunigung der Arme und Hände geschehen. Im Rumpf wird dabei ein Impuls über die starke Beinmuskulatur auf die eher schwächere Armmuskulatur übertragen. Die Endphase. Die Endphase einer Bewegung dient dem Ausklingen bzw. dem Ausschwingen einer Bewegung nach dem Wiedererlangen des Gleichgewichts. Das Ziel dieser Phase ist das Erreichen der Ausgangssituation und die Sicherung des Ergebnisses. Kommen wir nun zur zeitlichen Abfolge des Clears. Wir haben uns für eine sechsteilige Bilderreihe entschieden, in welcher je zwei Bilder einer Bewegungsphase zugeordnet werden können. Der Vorbereitungsphase können Bild 1 und 2 zugeordnet werden. Mit der vorgegebenen Arm- und Handhaltung befindet sich der Spieler in der sogenannten Erwartungshaltung. Sobald der Schlag des Gegners erfolgt ist, wird die Richtung des Balles erkannt. Hier wird man sich in der Regel ins Hinterfeld bewegen. Dies erfolgt über einen Auftaktschritt mit rechts, um das Aufdrehen der Hüfte zu ermöglichen. Anschließend wird das linke Bein gekreuzt, um im Anschluss eine sichere Position zu finden, den Vorhand-Überkopf-Clear auszuführen. Nun wird in der Ausholphase in unserem Beispiel der linke Arm, also der Nicht-Schlagarm, Richtung Ball gehoben. Der rechte Ellbogen, also vom Schlagarm, bildet den tiefsten Punkt einer schräg liegenden Achse, die vom linken Arm über die Schulterachse zum rechten Ellbogen reicht. Das Technikleitbild sieht vor, dass eine sogenannte Dachhaltung des Schlägers über dem Kopf erfolgt. Jetzt hat der Spieler eine optimale Voraussetzung für die eigentliche Bewegungsaufgabe in der Hauptphase geschaffen.
Zur Hauptphase zählen Bild 3 und 4 der Bilderreihe. In der Hauptphase, also der Schlagphase, wird mit Hilfe der Drehung der Hüfte und der Schulter in Schlagrichtung eine Verfringung des Oberkörpers und eine Bogenspannung erzeugt. Der Schläger wird mit Hilfe des Handgelenks locker nach hinten abgeknickt. Um diese Position zu beschreiben, bietet sich beispielsweise die sogenannte Rucksackposition oder Pfeil aus dem Köcher an. Diese bildlichen Vergleiche bieten sich hervorragend für anschließende, kurze und prägnante Korrekturmaßnahmen an, die die Lernenden auch sofort umsetzen können. Der Schlag wird in einer schleifenartigen Bewegung hinter dem Rücken ausgeführt. An dieser Stelle beginnt die schnellkräftige Streckung des Ellbogengelenks. Kurz vor dem eigentlichen Treffer wird eine Pronation im Schlagarm durchgeführt, um den Schläger optimal zu beschleunigen. Durch das biomechanische Prinzip der Koordination von Teilimpulsen wird von der explosiven Auflösung der Bogenspannung bis hin zur Pronation des Schlagarms die Impulse weitergeleitet, sodass der Ball optimal getroffen werden kann. Die saubere Ausführung der technischen Anforderungen des Schlags sind Grundvoraussetzungen, um den Clear auch weit ins Hinterfeld schlagen zu können. Nachdem der Kontakt zum Ball beendet ist, ist auch die Hauptphase beendet, da hier kein weiteres Einwirken auf den Ball möglich ist. Zu guter Letzt werden die Bilder 5 und 6 der Endphase zugeordnet. Hierbei geht es um die Sicherung der Bewegungsaufgabe, in welcher der Gleichgewichtszustand sowie die Ausgangsstellung wiederhergestellt werden soll. In der Ausschwungphase setzen sich die Drehbewegungen fort, der Schläger schwingt aus und das rechte Bein wird aktiv in Richtung Feldzentrum gesetzt. Hier wird versucht, schnellstmöglich die Erwartungshaltung im Feldzentrum für den nächsten Schlag einzunehmen. Somit ist bei allen schnellen Rückschlagsportarten die Endphase als Durchgangsstadium für nachfolgende Bewegungshandlungen anzusehen. Schauen wir uns nun die Bewegung im Fluss und anschließend in Zeitlupe an. Alles verstanden? Dann teste dich selbst. Versuche nun innerhalb von 45 Sekunden die nachfolgenden Bilder in die korrekte Reihenfolge zu bringen. Und los geht's! So, alles geschafft, dann kommen wir jetzt zur Auflösung. Wir können C und F der Vorbereitungsphase zuordnen, D und A der Hauptphase und zu guter Letzt E und B der Endphase. Zu guter Letzt nochmal die komplette Übersicht. Thank you.
Wenn euch unser Video gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen hoch und abonniert uns. Ihr dürft unseren Kanal natürlich auch gerne weiterempfehlen. Die typischen Wege brauche ich euch ja nicht zu erläutern. Für Kritik, Anregungen oder Nachfragen stehen unsere Türen jederzeit offen. Schreibt uns einfach unter diesportlehrer@googlemail.com oder besucht uns auf Instagram @die_sportlehrer oder auf YouTube unter #diesportlehrer. Bis zum nächsten Mal, die Sportlehrer. Discover your athletic spirit.